Ei. Okay, also ich bin's wieder, eure Ricky. Das hier ist mein Sofa. Rickys Pop-Sofa. Okay. Leute, super, dass ihr wieder alle irgendwie eingeschaltet habt. Hör mal, ich habe mir letzte Woche ein endgeiles Tattoo machen lassen. Hier, guck mal, ist voll geil geworden. Kannst du sehen? Er ist total praktisch. Hör mal, ich konnte mir das nie merken. Okay. Ich habe heute wieder auf mein Pop-Sofa einen total geilen, super endgeilen Prominenten eingeladen. Ich gebe euch mal einen Tipp, vielleicht kommt ihr irgendwie drauf. Also das Land, aus dem der rauskommt, sieht von außen so aus wie eine Socke. Und was für ein Land meine ich? Hallo. Italien. Leute, hier ist Eros Ramazzotti. Ciao, ciao. Ciao, Ricky. Ciao. Ciao. Ey, warum denn ciao? Hör mal, bist doch gerade erst gekommen. Hey, ciao hat viele Bedeutung, heißt hallo, tschüss oder wie geht's? Wie geht's? Ja. Ah, hast rein. Okay, dann gleich meine erste Frage. Ciao. Si, ciao. Okay, geil. Komm, wir setzen uns einfach, Eros. Ricky, ich muss dir machen ein Kompliment. Ja? Du hast eine Figur wie römische Göttin. Ey, wie eine von diesen komischen Steinfrauen mit den abgehauenen Armen, hör mal. Ist aber scheiße. No. Wie Venus von Milo. Ey, hör mal, das finde ich total kacke, wenn du mich mit den Frauen von irgendwelchen Typen vergleichst, hör mal. Scusi? Ricky, ich bin die Ricky, Mann. Piacere. Hör mal, willst du was trinken, Eros? Amaretto. Ach so, sorry. Willst du was trinken, Amaretto? Ramazzotti. Habe ich gerade nicht da, aber hör mal, könntest du mal probieren, das soll total geil schmecken, hier das Zeug. Si. Hör mal, sag mal, ich habe eine total geile Frage an dich. Warum sprichst du so gut Deutsch? Allora, habe gelernt von der Band. Echt? Si. Also Sprachübekassetten, ne? No, von der Fließband bei Ford. Wie, warte mal, du hast gearbeitet, ich denke, du bist Italiener. Siehe, aber nicht lange gearbeitet in Deutschland. Ach so. Ich gearbeitet in Italien, in Venezia, als Straßenkehrer, Venezia, Venedig und geil. Bin beinahe ertrunken. Geil, ertrunken. Geil, ist auch geil, ne, ertrinken. Okay, komm, ey, ich würde dich total gerne mal was zur Musik fragen, ne, deswegen bist du ja auch hier. Hör mal, ich hab mir da ein paar Infos von deiner Plattenfirma geholt. Sie. Deine Plattenfirma wurde 1967 gegründet und hat inzwischen über 1000 Mitarbeiter. Geil, oder? Bene, si. Der erfolgreichste Star ist Eros Ramazzotti. Si, sono io. Allora, ich habe eine Hit mitgebracht, rausgebracht. Ja, dann hol den mal schnell wieder rein. Wir wollten den eigentlich ganz gerne mal mitkriegen, so. Si, no, ich habe eine Hit, eine CD, Video rausgebracht. Ja, warte mal, ey, wenn du hier alles rausbringst, hättest du auch gleich einen Müll mitnehmen können. Ja. Aber, certo. Weißt du, bevor du hier alles rausbringst, was du so liebst, hier meine ganzen Klamotten und alles, nee, lass mal. Leute, bevor der das auch noch rausbringt, zeig ich euch lieber mal meinen Film. Ich habe wieder ein total geiles Verarschvideo für euch gedreht. Mahlzeit. Mahlzeit? Ich hab doch gar keine Stifte dabei. Vollend verarscht. Habe ich mich da selber. Hör mal, ich
wollte dich noch was fragen. Italien. Aus Italien. Bella Italia, sì. Italien. Hör mal, erzähl doch mal, was sind denn so die Unterschiede zwischen Italien und Deutschland? Allora, in Bella Italia, das ganze Leben spielt sich auf der Straße ab. Ja, scheiße, baut da mal Häuser da. Sì. Und molto importante, sehr wichtig, ist, wenn wir essen, kann bis zu 3 Stunden dauern. Kenn ich, ey. Wenn du so lange auf die Bedienung wartest, wirst du doch bekloppt, oder? Ey, kann ich singen jetzt meine Ite? Weiß ich doch nicht. Ey, geil, er hat voll den eigenen Rasierer mitgebracht. Habe nur geschrieben, diese Song per te, für dich. Hast du sonst keine Verwandten, oder was? Se basta una grande calzone, mit Käse oder ohne. Si prosciutto e 4 stagioni al forno tra patroni insalata cosa mista carbonara lasagne al tono e Maserati. Ich bin voll Hunger, oder? Geil. Sei pasta una grande calzone. Darone. Si prosciutto e 4 stagioni. Voglio fare l'amore. Ciao, grazie. Eros Ramazzotti. Geil, oder? Ja. Habe fertig. Total lecker. Ey, geil, Eros. Ey, du hast denselben Lippenstift wie ich. Ja, hoffentlich wäre ich jetzt nicht schwanger. Okay, das war's auch schon wieder mit meinem Popsofa. Und denkt bitte daran, wenn ihr meine Freunde wärt, dann würdet ihr wieder einschalten, wenn's wieder heißt Pop, Pop, Popsofa, Pop, Pop.